Es geht um Rohstoffe und um Macht. Im Streit um Inseln im südchinesischen Meer hat Peking eine Niederlage kassiert, will die aber nicht akzeptieren. Droht jetzt ein neues Wettrüsten? Eins unserer Themen hier in der Tag. Herzlich willkommen, ich bin Julia Hahn. In Europa ist eine Entscheidung gefallen, die in Asien große Wellen schlägt. Ein Schiedsgericht in den Niederlanden hat Pekings Gebietsansprüche im südchinesischen Meer zurückgewiesen. Geklagt hatten die Philippinen, die ebenfalls Anrechte erheben. Der Konflikt schwelt seit Jahrzehnten und ist im Kern ein Streit um die Vormachtstellung im Asien-Pazifik-Raum. China hatte schon vor dem Richterspruch angekündigt, das Urteil nicht anzuerkennen. Ob das so ist, das will ich jetzt analysieren mit dem China-Kenner und Sicherheitsexperten Thomas Eder. Schön, dass Sie da sind im Studio hier. Dieser Inselstreit ist ja hochkomplex, aber das Urteil aus Den Haag ist erstaunlich klar. China hat keine Ansprüche im südchinesischen Meer, beziehungsweise die Ansprüche sind nicht begründet, den Konflikt zu beenden. Aber ist das so? Also der Konflikt wird uns noch lange begleiten. Hier hat Manila eine Möglichkeit bekommen, internationale Unterstützung aufzubauen. Verbinden, aber China will es nicht anerkennen. Das Gericht hat auch keine Mittel, es irgendwie durchzusetzen. Da fragt man sich ja schon, welchen Sinn haben solche Schiedsgerichte dann eigentlich? Sie ja schon angesprochen, die Philippinen haben den Fall vor Gericht gebracht, aber es gibt noch andere Akteure in der Region, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan. Was bedeutet das Urteil für diese Länder? Ja, auch mit in diesem Konflikt, haben ja kurz vor dem Urteil noch Flugzeugträger in die Region geschickt. Was ist denn Präsident Obamas Part in all dem? Im Moment gibt man sich noch abwartend, aber es ist davon auszugehen. Internationale Dimension, die Zeichen stehen weiter auf Konflikt. Thomas Eders, haben Sie herzlichen Dank. Tödliche Polizeischüsse auf zwei Schwarze, wenig später die Ermordung von 5 Polizisten in Dallas. Gewalt und Gegengewalt haben die Stimmung in den USA aufgeheizt. Von Bürgerkrieg sprechen einige Medien bereits. So tief scheint die Kluft zwischen Polizisten und Bürgern einerseits, zwischen Schwarzen und Weißen andererseits. Aber wie findet das Land wieder zusammen? Auf diese Frage sucht man jetzt Antworten, auch auf der Trauerfeier für die getöteten Polizisten in Dallas. Und damit zu Ines Pohl, unserer Korrespondentin in Washington. Ines, Sie haben ja die Gedenkfeierlichkeiten in Dallas für uns beobachtet. Was waren das für Momente, für Emotionen? Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben? Menschen wieder zu versöhnen. Aber haben Sie das Gefühl, er dringt auch wirklich zu den Leuten durch? Das eine, aber haben denn die Politik, hat die Polizei schon irgendwelche Konsequenzen gezogen aus den Ereignissen in Dallas? Hat sich schon irgendetwas verändert? Viele Menschen, die die gefährliche Flucht nach Europa antreten, bauen fest darauf, dass sie, einmal angekommen, ihre Familien nachholen können. Nach Deutschland kamen 2015 mehr als 1 Million Menschen, in diesem Jahr bislang mehr als 220.000. Viele vermissen ihren Mann, ihre Frau, ihre Kinder oder Eltern. Weil die deutsche Regierung beschlossen hat, den Familiennachzug zu beschränken, kehren manche inzwischen auch zurück in ihre Heimatländer, weil sie die Sehnsucht nicht mehr aushalten. Das Wort Angst haben wir in diesem Beitrag besonders oft gehört. Auch die Deutschen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich ängstlicher geworden. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie. Ja, und das, obwohl die Arbeitslosigkeit in Deutschland gerade vergleichsweise gering und die Wirtschaftslage. Aber was sagen die politisch Verantwortlichen zur Angst der Deutschen? Unsere Reporterin hat nachgefragt und sich die Sorgen auch mal genauer angeschaut. Bundespräsident Gauck hat bei seinem Staatsbesuch in Chile das lange Schweigen Deutschlands zu den Verbrechen der Sektenkolonie Colonia Dignidad verurteilt. Auch demokratisch in der sogenannten Kolonie der Würde herrschte über 40 Jahre lang ein deutscher Sektenführer. Winfried Hempel ist eines seiner Opfer. Heute ist er Anwalt und hat nicht weniger vor, als den deutschen und den chilenischen Staat in mehr als 90 Fällen auf Entschädigung zu verklagen. Unsere Reporterin hat ihn getroffen. Es ist beigefarben, recht unscheinbar und doch sorgt dieses Haus in Österreich für Diskussionen. Es ist nicht irgendein Haus. Hier kam Adolf Hitler 1899 zur Welt. Rechtsextreme aus ganz Europa pilgern deshalb nach Braunau am Inn. Und genau das macht der Regierung in Wien Sorgen. Früher war eine Schule in dem Haus, dann eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Aber seit einigen Jahren steht es leer. Die Besitzerin will nicht verkaufen, deshalb will der Staat sie jetzt enteignen. Soweit dieser Tag. Wir sehen uns, wenn Sie mögen. Danke und tschüss.